Ja, machen wir das mal so. Live ein Bild noch gemacht, noch 13.000 oder 15.000 noch geholt. Nice. Erlange gegenüber Followern den Kultrang. Ey, und damit haben wir gerade den Kultrang geschafft. Kult 1 sind wir. Ja, servus meine Jungs und Mädels. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von The Crew 2. Ja, in der letzten Folge haben wir das Extreme Race Series 2 gemacht, oder die Episode 2 haben wir gemacht. Und ich habe dann in der letzten Folge gesagt, wir werden uns auf jeden Fall in dieser Folge ein Auto kaufen, oder sogar zwei. In dem Fall werden wir uns auf jeden Fall eine Drag-Karre kaufen, endlich, weil wir haben noch keine. Deshalb werden wir uns jetzt auf jeden Fall die Viper holen, weil ich bin auf jeden Fall ein Fan von der Viper. Ich mag die Viper. Wir können uns natürlich auch eine Corvette holen, aber ich möchte mir die Viper holen. Ich mag Viper einfach als Track-Auto, finde ich das cool. Und natürlich gibt es nur eine Farbe für eine Viper, nämlich Rot. Und deswegen werden wir die kaufen. Da ist sie uns. So, jetzt haben wir nur noch 668.000 Bucks und können jetzt sämtliche Races nämlich machen. Wir haben nämlich jetzt alles. Wir haben jetzt jedes Fahrzeug im Spiel, was wir brauchen. So, da haben wir sämtliche Events noch bekommen. Und ja, wie gesagt, jetzt haben wir jedes einzelne Fahrzeug haben wir jetzt. Wir können jetzt alles machen. Sowohl Rally Raid als auch Rally Cross. Bis über zu Motocross und sowas. Und Monster Trucks haben wir von Anfang an gehabt. Wir haben Touringwagen, haben wir. Wir haben einen Formel 1er, haben wir. Wir haben ein Powerboot. Hier so ein Powerboot da. Dann haben wir noch so Powerboote. Und die Aircrafts haben wir auch alle. Von daher, wir haben alles im Spiel. Wir sind in der Lage, jetzt jedes einzelne Rennen zu fahren. Genau, hier kann man es nochmal genauer sehen. Rally Raid, Motocross, Rally Cross haben wir. Wir haben ein Aerobatic-Flugzeug, wir haben ein Jetsprint-Boot, wir haben einen Monster Truck, wir haben ein Powerboot, einen Touring-Car-Wagen, ein Air Race-Fahrzeug und einen GP, haben wir sogar einen Alpha-GP-Wagen. Und jetzt sogar halt auch die Drag-Karre. Und natürlich die Drifter, die Street Racer und die Hypercars. Haben wir natürlich auch schon, weil wir haben ja den Ferrari, das ist ja ein Hypercar. Haben wir ja am Anfang gekriegt hier. Kann man mal zeigen, um es einfach mal gerade nochmal darzulegen quasi. Da, das ist ja ein Hypercar. Man glaubt es kaum, aber es ist ein Hypercar. Meiner Meinung nach dieselbe Stufe wie ein AMG GT, der hier hinten auf uns wartet, nämlich der da. Und ja, wie gesagt, jetzt haben wir alles auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir werden uns jetzt... Guck mal, der hat sich auch einen Dragwagen geholt. Aber natürlich den Skylander sich geholt. Aber wir werden uns jetzt auf jeden Fall noch ein Auto kaufen, weil ich habe es schon in der letzten Folge auf jeden Fall angeteasert. Und ich habe mich entschieden, wir werden uns den Audi kaufen. Wir holen uns doch den Audi A8 auf jeden Fall, weil es ist einfach eins meiner Traumautos. Deshalb werden wir uns das jetzt auf jeden Fall hier in dem Spiel mal leisten. Wir kaufen den einfach mal in weiß wieder, würde ich sagen. Letztes Mal war er auch weiß. Und wir gehen auf jeden Fall die Felgen einfach holen. Und zack, da ist er uns. Haben wir eigentlich noch genug Geld? Wir hätten sogar noch genug Geld für den Skyline. Aber ich muss jetzt natürlich noch den Wagen tunen, deshalb leider dann doch nicht. So, auf jeden Fall, ja, endlich ist er mir. Der Audi A8 ist endlich mir. Und ihr wisst noch, was das zur Folge hat, Leute. Wir müssen tunen gehen. Das heißt, ab in unser Haus, ab in unseren Unterschlupf. Was natürlich immer nur blöd ist, finde ich immer, dass man jedes Mal das nur so machen kann. Ich werde dann noch nicht herausgefunden, ob man es irgendwie anders machen kann, aber ich mache es halt immer noch so, dass man immer nur über Select und sowas da reingehen kann. Und ja, dann machen wir hier mal den Wagen wechseln. Wir gehen mal hier auf den Audi R8. Wo ist er? Na, Moment, hier hinten müsste er irgendwo dann sein. Auf uns warten. Wo ist der denn jetzt hier? Meine Güte, da. Da ist der Audi, der schicke Audi A8. Den haben wir natürlich schon mal getuned, aber dieses Mal wird das auch ein bisschen schneller gehen, denn wir werden auf jeden Fall nicht mehr allzu lange brauchen dieses Mal. Ja, die Inklimation, die sieht nett aus. Sind schon mal 10.000 weg. So, ich werde auf jeden Fall wieder dieses Finish hier kaufen mit den roten, ja, wie kann man es denn, roten Ziernähten oder roten Dingens da auf jeden Fall. Auf jeden Fall das hier halt, ne, mit diesen roten Applikationen da, sagen wir jetzt einfach mal.
Aber ich bin. Ich will eigentlich nicht, will ich nicht das holen. Weil das sieht eigentlich schon. Das sieht nice aus, ne? Wir gehen das holen. Wir gehen das holen. Das sieht doch besser aus, als ich dachte. So, und dann werden wir uns richtig fette Felgen wiederholen. Richtig fette Felgen. Die richtigen FF gehen wir uns holen. Ja, die sind das wieder. Weil die waren letztes Mal schon so geil, meiner Meinung nach. So, und bah, Junge, in voller Größe natürlich. Bams, Alter. Einen roten. Ding sind wir uns auf einen roten Bremssattel auf jeden Fall. Ausspiegel lassen wir in. Wagenfarbe. Mir, also, mir gefällt das irgendwie nicht hier. Diese, ich finde die voll hässlich, diese Außenspiegel. Lassen wir. Seitenschweller gehen wir wieder. Letztes Mal war ich, glaube ich, die hier, ne? Das sah ganz gut aus in der Bremsenkühlung, glaube ich. So, hinterer Kotflügel. Da hatte ich, da, das fand ich irgendwie komisch beim letzten Mal auch schon. Was ist denn da? Da ändert sich doch gar nichts. Guck mal, warte mal, ich mach mal so. Was ändert sich denn da? Das ist nur der Schwung ein bisschen anders, ne? Irgendwie ist das komisch. Keine Ahnung. Ex-Baller gehen wir natürlich wieder die Frittentheke holen, die schöne große. Was habe ich denn beim letzten Mal geholt? War das der? Nee, das war der. Und, nee, Quatsch. Der war das beim letzten Mal, stimmt. Hat mir beim letzten Mal ganz gut gefallen. So, dann gehen wir wieder das schöne Finish hinten holen mit den... Ah, das sieht auch so geil aus, ne? Das sieht auch... Boah, es ist so brachial hinten, ne? Mit diesen zwei dicken Endrohren. Aber ich glaube, wir gehen uns das hier holen, weil ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch, glaube ich, geholt gehabt. Ja, das sieht schon wirklich nice aus, ne? Mit dunklen Rückleuchten oder mit helleren? Die haben Carbon, das sind normale, das sind die verdunkelten und das sind die in Carbon. Carbon oder verdunkelt? Weil die Standard will ich nicht holen. Ich gehe verdunkelt holen, die verdunkelten gefallen mir besser. So, Interieur können wir schwarz nehmen und trotzdem verändern, wir können nicht schwarz nehmen. Innenraum C geht nur das, Innenraummatten geht nur das, Schema geht nur das. Nee, dann werden wir es nicht holen, weil das ist ja dann relativ schwach, dann lassen wir es nämlich dunkel. Und dann sieht der Wagen doch sehr geil aus. So, gucken wir mal nach dem Design. Hat irgendjemand ein geiles Design für den schon rausgemacht? Hoffentlich wieder dieses Audi-Ding. Weil vielleicht haben wir Glück, dass diesmal ein geileres Design draußen ist, wie letztes Mal. Oder vielleicht haben wir auch gar kein Design, das kann natürlich auch sein. Ha, ich hab gereimt. Vielleicht haben wir auch gar kein Design, das kann sein. Ich glaube, wir haben leider gar kein Design, ne? Das ist leider ein bisschen schade. Noch keiner hat dieses Audi-Design rausgebracht, ne? Dann müssen wir das wohl vielleicht irgendwann mal selber machen. Ist wieder dieser FC Barcelona-Typ, ne? Der macht auch jedes Mal dasselbe. Zumal hinten das Nike-Zeichen voll hässlich ist. Guck mal hinten rechts, das ist ein Nike-Zeichen. Voll hässlich. Tut mir leid, wenn ich das sage. Deswegen... Das sieht eigentlich ziemlich nice aus, ne? Weil das ist ja an dieses... Finish, was wir da so drin haben, ist das ja so angelehnt. Aber der Fonspa da unten sieht scheiße aus, weil der hat den Wagen äußerlich nicht getuned, der das Design, glaube ich, gemacht hat. Oh, das sieht eigentlich auch sehr nice aus, ne? Aber wisst ihr was? Ich habe eine geile Idee für ein Design. Das ist mir gerade eingefallen. Wir machen mal gerade selber Design. Es geht schnell. Pass auf, ich habe nämlich eine Idee. Und zwar, das ist eine Idee, die habe ich vom Sanqui, habe ich die. Vom Parjani, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, auf Italienisch. Von einem Parjani, das ist ja eine Automarke, haben wir eine gute Design. Wir werden jetzt schwarzen Strich machen. Machen einen schwarzen Strich, falsche Richtung. Damit habe ich immer Probleme. Oh, machen wir zwei oder machen wir einen Strich? Moment, wie sieht das denn aus? Warte mal, wir orientieren uns mal an dem Audi-Zeichen vorne. Das wäre dann so und so. Das wäre der normale Strich. Und dann will ich in der Mitte einen roten Strich haben. Wir nehmen dann das hier. Ich muss das mal hier die Kamera anstellen. So. Ganz dünn. Und ganz lang. Das ist so ein bisschen an den Sanqui angelegt, wie gesagt. Ich finde, das sieht eigentlich ziemlich nice aus so. Dann kopieren wir das Ganze. Kopieren das und werden das nämlich nach vorne und hinten auch noch übernehmen. Einfügen. Wir müssen es nur drehen. Was ist denn da hinten? Das, guck mal, das ist ja gar nicht komplett durchgehend. Das ist ja voll scheiße. Wir müssen das auf genau 0 Grad machen. So. Moment, passt das denn?
Das passt, glaube ich, vom Strich her nicht. Warte, wir müssen ein bisschen längs, glaube ich. Weil eigentlich genau auf 0, ne? Koordinaten müssen genau auf 0 sein, links, unten. Müssten eigentlich genau... Ja, ich glaube, so besser kriege ich es, glaube ich, nicht hin. Aber es ist falsch, so müsste es sein. Wir gucken mal gerade, und zwar, wenn wir das mal so machen... Aber was ist da mit dem... Man muss gleich mal gucken, das soll nur den Hexballer verändern. Weil das sieht scheiße aus. Guck mal, das ist ja da in der Mitte gar nicht durchgehen. Das ist ja voll kacke. So, erstmal dann wieder nach vorne bringen, weil unten ist noch dieses kleine Stück, was wir noch brauchen. Das heißt, einfügen, drehen. Wieder auf 270 Grad, weil das ist ja genau dann 90 Grad in der Richtung. Moment, so. Und dann müssen wir das eigentlich nur vermitteln. So. Und dann dürfte das eigentlich stimmen. Ja, das dürfte, glaube ich, hinhauen. So, dann können wir das eigentlich noch, weil das ist immer eigentlich auch ganz cool, einfügen. Und zwar, dann machen wir das nämlich noch so. Wir machen das noch... Wollen wir das unten machen? Ein kleines... So ein kleiner unten, so ein kleiner Abschluss quasi. Wir könnten es... So könnten wir das machen, ne? Das sieht ja eigentlich ganz cool aus, wenn du mich fragst. Jetzt habe ich es zu groß gemacht, ich Vogel. Auf 100%, so ungefähr 100. Ja, auf 115. So. Aber warte mal, wie gesagt, wir gehen mal gerade, und zwar, wir kopieren das gerade noch auf die andere Seite. Moment, und zwar Start drücken, Seite kopieren, dann gehen wir rüber. Dann ist das nämlich da auch. Und jetzt gehen wir mal gerade raus kurz und gucken nochmal gerade beim Hexboarder. Das ist ein bisschen ärgerlich da gerade. Ich weiß, es ist jetzt nicht das tollste Design, was es gibt auf der Welt, aber ich finde es jetzt nur nicht so schlecht. Na, guck mal, das ist an sich immer so. Das ist ja voll scheiße, tut mir leid, wenn ich das sage. Das ist ja voll behindert. Na gut, da müssen wir damit leider leben. Was will ich machen? Da kann ich leider nichts für. Das ist halt... Ich hab den mal gerade schlechter gemacht, oder? Wow. Macht den Wagen dadurch schlechter. Hier durch auch. Und hier? Auch. Leute, ich mach den schlechter dadurch. Ich verliere dadurch 3 km/h. What the fuck? What the fuck? Komm, ich mach den langsamer, den Wagen. Nix da. Bleibt so. Ja, ich würde sagen, können wir so lassen, oder? Den Strich in der Mitte, oder wollen wir den noch dünner haben? Wir lassen das erstmal so. Ich mache mir jetzt nochmal die Tage nochmal ein eigenes Design, dass der ein bisschen besser aussieht. Das ist erstmal unser vorwiegend, vorab erstmal unser Design auf jeden Fall. So, und dann haben wir natürlich noch ein Auto vergessen in der Folge. Wir wollen natürlich noch die die Viper tunen. Machen wir mal gerade, gehen wir mal gerade auf die Viper. Wo ist die denn? Wo ist denn die Viper? Viper. Ach, da bist du. Viper. So, gucken wir mal. Was kann man denn an der schön verändern? Die Motorhaube. Lol, Alter. What the fuck? Die Motorhaube. Ja, für so einen Dragster ist natürlich dann... Also da wäre eine Carbon-Motorhaube natürlich dann passend, ne? Weil du willst ja Gewicht sparen, was es geht, ne? Das ist ja eine Drag-Karre, ist das ja, ne? Wollen wir den Wagen nützlich oder wollen wir ihn hübsch machen? Nützlich würden wir ihn dann wirklich mit einer Carbon-Motorhaube machen. Komm, wir machen das mal. Ich will mal gucken, was für ein Finish der kriegt, wenn wir das jetzt quasi nützlich machen würden. So, was können wir da nehmen? So richtig geile große Finnen auf jeden Fall. Auf jeden Fall das, nur mit Carbon oben oder nicht? Wir machen mit Carbon, weil wir wollen ja wirklich, wir wollen Gewicht sparen zeigen. Da werden wir auf jeden Fall das so machen. Machen wir mal rote Bremssättel einfach. Ich mag rote Bremssättel auf jeden Fall. Die Außenspiegel auch in Carbon natürlich. Seitenschweller auch in Carbon. Oh, Alter, ist das ein Rohr. Zack. Carbon. Hinterer Kotflügel. Das ist, müsste, glaube ich, für die Bremsenkühlung sein. Heckspoiler auf jeden Fall. Wir müssen den Drag... Ja, haben wir nicht wirklich, ne? Weil ein richtiger Drag wäre eigentlich, dass es hinten sehr hoch ist und dass sie halt gestützt werden von so kleinen Metallstreben. Das wäre eigentlich ein Drag-Hack-Spoiler. Na, aber das ist der Standard-Hack-Spoiler. Guck dir das mal an. Ja, dann machen wir auf jeden Fall eine Frittentheke drauf, weil das ist ja sonst echt beschissen.
Oh, nicht mit Crew Credits kaufen. Wäre sehr fatal. So, Hack nehmen wir auf jeden Fall. Ja, dann nehmen wir das, oder? Gibt es noch ein Carbon? Gibt es noch? Was gibt es noch? Oh, das gäbe es noch. Das gefällt mir aber nicht so ganz. Weil das gibt es leider nicht mit... Oh, das gibt es in Carbon. Wieso ist das die 1? Wieso ist das nicht die 1? Ach, das ist schon Standard so. Das ist schon das Standard-Heckteil. Das sieht aber mega hässlich aus, ne? Nee, dann kaufen wir das. Das in Carbon und fertig. Das sieht doch gut aus. Ja, lassen wir so. Weil, wie gesagt, das ist ja ein Dragwagen. Das ist ja ein Dragster. Und im Dragster wollen wir Gewicht sparen. Ne? Warte mal gerade ganz kurz. Ich merke das gerade wieder. Ich hoffe, ich habe das hoffentlich wieder rausgekattet, weil ich merke wieder, mein Mikrofon wurde wieder leiser. Es gibt ja noch Verzierungen. Auch wenn wir jetzt eine Carbon-Motorhaube haben. Eine volle Carbon-Motorhaube haben. Was können wir dann da drauf machen? Was gibt's denn so Schönes? Das ist immer das Schönste an dem Spiel, meine ich. Jetzt mittlerweile immer dieses Gucken, was man so an Designs da hat. Jetzt machen wir einfach so ein amerikanisches Design drauf. Es ist ein amerikanisches Muscle Car. Das passt am allerbesten eigentlich. Weil die passen irgendwie eigentlich, die Designs irgendwie sind die nicht so pralle. Ja, schade, dass man eine Carbon-Motorhaube nicht bestripen kann. Also, dass man da keine Stripes drauf machen kann. Das ist echt schade. Aber das ist eigentlich ganz nice aus. Wenn wir das noch in weiß machen würden, also in blau machen würden, dann sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? SRT. Oh, das ist eigentlich ganz schön nice, ne? Wenn man die richtige Farbe hätte, das sähe schon nicht schlecht aus. Der hat auch aus wie ein Rennwagen dann, ne? Müssen wir uns nochmal angucken, wie halt der Rest aussieht. Wir nehmen mal das. Das gefällt mir. Das sieht ganz cool aus. Lass mal nochmal ganz kurz gucken, wie sähe denn die Motorhaube aus, wenn wir die komplett mal freimachen würden. Okay, da werden nur Striche drauf. Also es ist jetzt nichts Besonderes dann. Wollen wir dann, pass auf, wir machen einen Kompromiss. Weil ich finde, diese Vollcarbon-Motorhaube sieht irgendwie doch ein bisschen hässlich aus. Wir machen, Moment, wir nehmen das aber, mit welchem Design? Das oder das? Ne, das ist ja wieder Vollcarbon. Ne, dann nehmen wir, ich glaube, wir nehmen das hier. Oder wollen wir das nehmen? Ich weiß nicht, was sollen wir nehmen? Das oder das? Bin mir nicht sicher. Wir nehmen das hier, das sieht mehr nach Dragster aus. Würde ich sagen. So, weil dann ist nämlich vorne auch das Detail da vorne ist dann wenigstens auch ja, da vorne sind ja noch so kleine Striche gemacht worden von dem Typen. Dann ist das wenigstens ganz drin. So, dann würde ich sagen, machen wir noch eine anständige Farbe noch drauf. Irgendwas, was ziemlich geil dann auf jeden Fall dazu passen würde. Boah, Chrom sieht immer so nice aus, ne? Ah, Blau ist schon awesome, ne? Matt haben wir dann noch. Eloxiert finde ich auch immer sehr geil. Was können wir denn dann nehmen? Türkis ist auch nicht so schlecht, ne? Grün? Ne, grün passt nicht, oder? Grün finde ich nicht so toll. Orange, auch nicht schlecht. Rot ist die Viper natürlich schon. Wir könnten natürlich auch Silber nehmen. Weil da sieht, glaube ich, Chrom noch besser aus, ne? Ja, Chrom sieht noch geiler aus, ne? Aber ich finde, das passt nicht zu Viper. Wir nehmen, ich nehme Blau. Blau gefiel mir jetzt ganz gut. Moment. Was wäre Standard? Was wäre ein Standardblau? Metallicblau? Sehr besser aus, ne? Ah, Metallicblau gefällt mir etwas besser. Das Chromblau ist mir halt zu dunkel dann, ne? Und wenn ich weiter runtergehe, wird die Farbe hässlich. Matt geht gar nicht, meiner Meinung nach. Und Eloxiert ist auch zu dunkel. Deshalb finde ich das Metallic finde ich dann schon am besten eigentlich. Das Blau ist es. Das nehme ich. Das gefällt mir am besten. Das lassen wir so. Ich finde, das sieht cool aus so. Doch, die Viper gefällt mir so. Doch, 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 doch. Wir nehmen das so. Ich habe halt Blau gewählt, weil ich finde, das sieht aus wie so ein Fisch auch. Und an sich, das Blau gefällt mir wirklich gut. Das ist echt ein echt schönes Auto. Alles klar. Dann fahren wir die Karre mal. Ich möchte die auch mal ausfahren. Warte mal, wir werden nämlich jetzt mal was machen. Und zwar, wir gehen mal in die Salzwüste. Und dann fahren wir die Karre mal richtig aus. Ich will mal gucken, was wir so an Geschwindigkeit mit der Karre hinkriegen. Und zwar hier oben ist die Salzwüste, nämlich genau hier. Da habe ich mal den Landdrift nämlich hingelegt, den ewig langen. Von knapp einem Kilometer habe ich da, 1400 Meter habe ich gemacht mit dem. So, dann gehen wir mal hier rein und dann machen wir die Karre ja erstmal den... Erstmal Dings einstellen. Moment. Spring Rum. Okay, was ist da?
Springe mit einem beliebigen Drag Racer Fahrzeug. Aha, okay. Ja, gut, müssen wir vielleicht mal machen. Nehmen wir schon mal an. Können wir vielleicht gleich mal machen, weil ich glaube, da hinten müssen wir dann springen oder sowas. Erstmal auf jeden Fall Grip. Grip, 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 Grip. Alles klar, noch ein bisschen. Alles klar, okay. Jetzt haben wir perfekten Grip. Und dann geht's mal Volldampf los. Leider habe ich jetzt gerade Grip verloren. Warum auch immer. So, was ist der Wagen imstande zu leisten? Achtung, jetzt geht's ab. Boah, fast 500 km/h. 94. Komm, 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 komm. 500, bitte. Ah, leider nicht geschafft, schade. Okay, da müssen wir gerade ganz kurz zurückspringen, dann haben wir nämlich das Foto jetzt gemacht. Moment. Ah, wir müssen ein bisschen zurückspulen, denn da, Achtung, da wäre der Jump. Guck mal, ist das, das ist das wieder geil. Moment, wir müssen hier mal richtig für in Szene setzen und sowas. Hallo? Ach so, weil ich das Highlight noch da unten hatte. So, dann machen wir wieder das Logo aus, denn das Logo gefällt mir nämlich nicht. So, und dann wieder. So, und dann haben wir hier wieder live ein Thumbnail gebastelt. Das sieht schon sehr, sehr nice aus. Also machen wir es so, oder? Ja, machen wir das mal so. Live ein Bild noch gemacht, noch 13.000 oder 15.000 noch geholt. Nice. Erlange gegenüber Followern den Kultrang. Ey, und damit haben wir gerade den Kultrang geschafft. Kult 1 sind wir. Baby, wir sind Kult 1. Juhu. Macht euch bereit für eine neue Episode der Live Extreme Series. Jetzt verfügbar. Es ist noch nicht lange her, dass wir die Chance bekommen haben, gegen die Pros anzutreten. Jetzt will Live, dass wir die Pros sind, die von den Newcomern gejagt werden. Nicht schlecht, würde ich sagen. Verteidigen wir jetzt unser Revier. Jetzt geht's wieder los. Achtung. Wow. Yes. Du bist jetzt so berühmt, dass es kein Rennen mehr gibt, zu dem du nicht eingeladen wirst. Aber siege weiter und du wirst noch berühmter. Und was kommt mit dem Ruhm? Follower. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit dem Leveln weitergeht. Und zwar, wir gehen direkt mal auf Start, nämlich, Moment. Weil wir können auch nochmal versuchen, nochmal 500 km/h vielleicht schaffen. Also dafür muss ich aber, warte mal, dafür muss ich aber wirklich die exakt ganz schnurgerade Strecke nehmen. Und zwar, wir müssen mal so mal ranzoomen. Müssen mal gerade gucken. Dreh mal, danke. Ich bin eigentlich schon wirklich perfekt gefahren. Weil besser kannst du nicht fahren hier. Warte mal, das heißt, wir markieren uns mal dann hier hinten bei den Punkt. Und rasen da jetzt nochmal hin. Drei Kilometer und dann gehen wir mal volle Möhre drauf. Okay, 3, 2, 1 und Vollgas. Wie viel kmh? Sehr nice. Wir haben es geschafft, Leute. 500 kmh haben wir geschafft. Ist das nicht nice? Guck mal, ich habe das jetzt sogar markiert, das heißt sogar, wenn ich jetzt Freunde habe, die das Spiel auch spielen, haben die hier an dem Punkt, können die hinspringen und sehen, dass ich hier 500 km/h geschafft habe. Na hier, guck mal, 503 km/h oder 503,5 km/h. Mit dem Dragster, mit dem 330er Dragster habe ich das geschafft. Hier vorne sieht man auch, und zwar, wenn ich hier vorne hingehe, das ist der Landdrift gewesen, den habe ich mit einem, und zwar, das steht nämlich auch dann dabei, mit einem 136er Driftwagen gemacht. Ja, Leute, damit sind wir jetzt Kult 1 auf jeden Fall. Wir haben es geschafft. Wir sind zum Kult sind wir geworden. Und die Karte ist voll, Leute. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt an der Stelle Ende. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von The Crew. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, wenn ihr kein Video verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall mal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr abonniert. Und dann natürlich dazu zu noch sagen ist, aktiviert die Glocke, weil dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Und ja, damit würde ich sagen, dann vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal von The Crew. Bis dann. Tschüss.